Diese Obstessiger aus Birne, Quitte oder Hagebutte sind nicht nur wahre Delikatessen und echte Hingucker, sie sind außerdem auch sehr gesund. Der gesündeste unter ihnen, der Apfelessig. Und ich lasse mir heute erklären, was ihn medizinisch so wertvoll macht. Dazu bin ich eingeladen bei Kräuterexpertin Sigrun Böhme in Seligenstädt bei Grimma. Sie nutzt Apfelessig aus eigener Herstellung für sanfte Naturkosmetik. Der Apfelessig hat besonders wertvolle Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Zink, Silizium, Kupfer. Und genau das macht ihn so wertvoll für die Hautpflege. Ihr erster Tipp: ein Apfelessig-Fußbad. Dazu werden 2 Liter Wasser mit 1/2 Liter Apfelessig vermischt. Und schon dürfen meine Füße für etwa 10 Minuten baden gehen. Bereits nach kurzer Zeit breitet sich ein angenehmes Gefühl aus. So ein Apfelessig im Fußbad, der wirkt natürlich in erster Linie reinigend, desinfizierend, wundheilend, erfrischend, schafft als ein Wohlfühlgefühl im Fußbad. Es ist wirklich sehr angenehm und schon nach kurzer Zeit merkt man tatsächlich, es ist nicht nur ein Fußbad mit Wasser, ne? Empfindliche Haut profitiert besonders vom niedrigen pH-Wert des verdünnten Essigs. Die milde Säure entfernt zusätzlich Hornhaut und macht die Haut weich und geschmeidig. Jetzt in der kalten Jahreszeit, schönes warmes Fußbad. Das wärmt gut durch, durchblutet die Füße und bringt uns zur Ruhe und hilft natürlich auch, in den Schlaf zu finden. Der Apfelessig ist nicht nur eine Wohltat für geplagte Füße. Kräuterexpertin Sigrun Böhme hat noch einen weiteren Tipp. Aus dem Apfelessig kann man auch eine wunderbare Haarspülung zubereiten. Macht das Haar gut frisierbar, verleiht dem Haar Glanz. Riecht auch wieder nach Essig, aber auch nach Apfel. Auch wenn man es genutzt hat, der Essiggeruch verfliegt ganz schnell, aber man hat wirklich eine gute Wirkung. Schon Kaiserin Sissi soll auf dieses Rezept aus Brennnesseln, Apfelessig und frischem Quellwasser geschworen haben. Dazu wird 1 Handvoll Brennnesseln mit 250 Millilitern Wasser aufgekocht. Das Ganze über Nacht ruhen lassen und anschließend abgießen. Zum Schluss den Sud im Verhältnis 5:1 mit Apfelessig mischen. Nutze ich täglich und sprühe das ins trockene Haar oder auch ins Handtuch trockene Haar, ohne auszuspülen. Und stelle fest, das macht das Haar kräftiger und beruhigt die Kopfhaut. Kühl und dunkel gelagert hält sich die Spülung für etwa 1 Jahr. Doch Apfelessig sorgt nicht nur äußerlich für mehr Gesundheit. Als erfrischendes Getränk soll Apfelessig die Verdauung anregen und leichtes Sodbrennen lindern. Also Apfelessig, tolle Sache. In diesem Sinne, Prost. Prost. So, bei mir im Studio ist jetzt Ernährungsexpertin Frau Professor Dorothea Portius. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Wir reden jetzt über Essig und all die verschiedenen Formen und über die Wundersachen, die es bewirken soll. Und vielleicht klären wir mal so ein paar Mythen und Wahrheiten auf. Essig soll Cholesterin senken und den Blutzucker senken. Stimmt das? Ja, also erstmal generell stimmt, also zumindest was man sagt, ne, dass es den Cholesterinspiegel und den Blutzucker senken kann. Jedoch die Wissenschaft ist etwas uneinig. Also es gibt keine Evidenz, wie überhaupt der Essig den Cholesterinspiegel senken kann. Aber es könnte sein, dass es tatsächlich was bringt. Ja, wahrscheinlich, also, weil es auch der Essig eine starke verdauungsfördernde Wirkung hat, weil es ein probiotisches Lebensmittel ist, ne, und auch die Verdauung im Magen schon anregt. Und das kann der Grund sein, warum es eventuell auch den Cholesterinspiegel senkt und natürlich auch den Blutzuckerspiegel. Also über unsere Darmbakterien, ja? Genau, das heißt, wie genau funktioniert das im Darm mit dem Essig dann? Genau, also die probiotischen Lebensmittel, ne, die enthalten ja schon die Bakterien. Das heißt, der Essig, der wird ja hergestellt, ne, durch Hefen und mit Milchsäurebakterien. Und die bauen natürlich eine gesunde Darmflora auf und fördern auch die Verdauung dadurch und erhöhen die Transitzeit. Das heißt, der Speisebrei wird schneller durch den Darm transportiert und dadurch wird natürlich auch mehr Cholesterin auch ausgeschleust. Und Verstopfung hat keine Chance mehr. Genau, richtig. Ja, das ist gut zu wissen. Jetzt machen wir mal so eine kleine Essigkunde, ja, und gehen mal durch verschiedene Essigsorten durch. Auf der ganz linken Seite die Essigessenz. Genau, ja. Man sieht hier erstmal ein schönes Sortiment aus verschiedenen Essigen. Also
erstmal der Unterschied ist die Herstellung, ne, und die Substanz, die man hernimmt, um den Essig zu produzieren. Ne. Ganz rechts ist die Essigessenz, die ist auch nicht traditionell hergestellt, also nicht aus Bakterien fermentiert. Es ist synthetisch hergestellt, aus reinem Alkohol. Deswegen ist der Säuregehalt auch sehr hoch, liegt bei ungefähr 25%. Dann haben wir den normalen Tafelessig, eigentlich auch Branntweinessig genannt, so von 5-10% Säuregehalt, den man gut dann auch zum Kochen schon verwenden kann. Dann unsere normalen Obstessig oder die Weinessige, die einen Säuregehalt von 5% haben, die man auch gut für Salate, zum Dressing, als Marinaden verwenden kann. Ganz klassisch natürlich auch der Balsamico, ne? Da gibt es ja nachher gleich noch einen Beitrag, ist ja eine Spezialität aus Italien auch. Und ganz mild, eigentlich gar kein richtiger Essig mehr, das ist der Reisessig, der hat nur einen Säuregehalt von 3-4%. Man kennt ihn größtenteils aus der asiatischen Küche. Zum Beispiel Sushi-Reis wird damit gekocht. Also man kann es zum Kochen auch für Salate benutzen, Essig natürlich auch zum Putzen. Ja. Genau. Aber wir machen heute was ganz anderes, wir machen Schüttelgurken. Genau, also ich habe was vorbereitet, was mitgebracht. Und zwar haben früher auch die Menschen das genutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen, zu konservieren. Ne? Der Essig ist ja auch wirkt antibakteriell und dadurch kann es vor Keimbefall schützen. Und ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept, das haben wir auch die Großmütter immer gemacht. Ne? Also man nimmt einfach Gurken, gibt sie in ein Glas, hat da schon in Stifte geschnitten, ganz einfach. Dazu kommt dann etwas Zwiebel ja, für den Geschmack. Und dann einfach ein paar Senfkörner dazugeben für die Schärfe. Das Ganze auch noch mit etwas Salz und Zucker. Genau. Und dann nehmen wir normalen Tafelessig, ein paar Spritze rein. Ja. Oh, ist aber nicht viel. Ja, na, ein bisschen mehr kann man schon. Also je nachdem, wie man stark was haben möchte. Ja. Und man soll es auch immer schön verdünnen. Ne? Also Essig ist auch sehr aggressiv. Wenn man ihn dann wirklich pur trinkt, kann sie wirklich sehr auch die Schleimhäute reizen. Ja. Ne? Also immer schön verdünnen, sodass der Inhalt schön abgedeckt ist mit der Flüssigkeit. Das Ganze schließen und deswegen heißt es ja Schüttelgurke, ne? Dass man das kräftig schüttelt, sodass das Salz und der Zucker dann auch wirklich in Lösung gehen. Wann isst man das, nachdem man geschüttelt hat? Ja, man lässt es so ungefähr 2 Stunden ziehen. Wir haben es manchmal auch schon vorbereitet. Mhm. Ne? Sodass es wirklich schön durchzieht. So mindestens 2 Stunden ab und zu mal schütteln und dann kann man es eigentlich essen. Wir schauen uns jetzt mal einen anderen Essig an, den man auch wunderbar essen kann, nämlich aus der italienischen Küche. Und was wäre die italienische Küche ohne ihren berühmten Aceto Balsamico? Und wir zeigen, worauf man beim Kauf achten sollte. Zu Salat, zu reifem Käse oder auch Eis. Ein Aceto Balsamico kann viele Speisen verfeinern. Doch nicht jeder Balsamico schmeckt wirklich fein. Die Warentester haben daher verschiedene Essige mit Traubenmost ins Prüflabor geschickt. Im Test 19 Sorten dunkler Aceto Balsamico zu Literpreisen von 1,98 Euro bis 120 Euro. Was haben die schlichten Produkte von Netto oder Kaufland für 1,98 Euro pro Liter zu bieten? Können Sie mit Mazzetti für 7,20 Euro oder mit Cremonini für 52 Euro mithalten? Balsamessig hat im italienischen Modena eine lange Tradition. Schon zu Römerzeiten wurde hier Traubenmost durch Einkochen haltbar gemacht. Lokale Produzenten wie Mario Gambigliani Zoccoli führen die Tradition fort. Sie stellen den berühmten Traditionale her. Dieser Essig muss 12 bis 25 Jahre in offenen Holzfässern reifen. Am Ende ist er zähflüssig, das Aroma hochkonzentriert. Auch die gewöhnlichen Balsamici im Test werden in der Region produziert. Sie müssen mindestens 2 Monate lang in Holzfässern lagern. Säuregehalt und Inhaltsstoffe sind vorgeschrieben. Auch Aussehen, Geruch und Geschmack müssen stimmen. Bei der Verkostung zeigten sich hier riesige Unterschiede. Auf der einen Seite gibt es hochwertige mit sehr ausgeprägtem Aroma, die auch sehr viel Traubenmost enthalten, die zähflüssig sind. Auf der anderen Seite gibt es eher einfache Standardprodukte mit wenig Traubenmost, die oftmals einseitig sauer schmecken. Der preiswerte Balsamico von Netto ist Standardware. Er fiel durch einen unangenehmen Geruch nach Essigester auf. Man kann das etwa mit so einer Note von Alleskleber vergleichen. Ebenfalls Standardware, der recht teure Mazzetti.
Testurteil hier nur befriedigend. Etwas besser der preiswerte K-Klassik. Testurteil gut. Geschmacklich top, aber teuer, Testsieger Cremonini. In der Verkostung hat er sogar die Spitzennote 1,0 erreicht. Auch empfehlenswert der Bio-Balsamico von Rapunzel. Die Testsieger mit dem Testurteil gut, Cremonini und Rapunzel. Aber Hauptsache gesund ist ja nicht nur eine Kochsendung, wir sind ja auch ein Gesundheitsformat. Und deshalb müssen wir natürlich darüber sprechen, dass Essig nicht nur zum Kochen gut ist, sondern auch gesundheitliche Effekte hat, zum Beispiel als Hausmittel, als Mundspüllösung. Genau, richtig. Und hier macht man sich zum Nutze, dass der Essig natürlich entzündungshemmend wirkt. Und das kann natürlich dann hergenommen werden, wenn man eine Schleimhautentzündung hat in der Mundhöhle oder auch zum Beispiel wenn als Gesichtslotion oder als Gesichtswasser, wenn die Haut zu Unreinheiten neigt. Und also so Akne, ja, wenn ich also genau. für meine Töchter zum Beispiel, wäre das, können die mit Essig das tun. Genau, aber dann auch wieder ganz wichtig, ne, Essig ist aggressiv, das heißt immer verdünnen, weil sonst auch wirklich die Haut und die Schleimhäute angreift. Ne? Also es ist auch ganz einfach dann selber herzustellen zu Hause. Man macht einfach ein Glas mit Wasser. Und dann einfach Apfelessig hat man eigentlich meist zu Hause. Am besten dann auch den unfiltrierten, nicht pasteurisierten Bio-Apfelessig nehmen, weil dann auch noch die meisten Bakterien drin sind, die auch wirklich dann schützend wirken. Wie viel kommt so auf das Wasser rauf von dem Naturton? 2 Teelöffel. Genau. Und dann etwas umrühren. Und das kann man dann auch als Mundspüllösung nehmen, auch trinken. Auch zum Trinken ist es gut geeignet. Zum Beispiel auch sagt man, dass es erfrischend wirkt. Und zum Beispiel auch Heißhungerattacken oder Drang auf Süßes reduziert. Oh, das ist ja mal ein guter Tipp. Das heißt, wenn ich auf dem Weg zum Süßigkeitenschrank bin, dann schnell am Essigschrank vorbei und ein bisschen Naturtrübenapfelessig. Genau. Ah, okay. Also immer mit Wasser dann auch vermischen. Essig in der Küche, Essig aber auch im Bad. Ne? Genau. Also das heißt, so Duschkabine aussäubern mit Essig ist auch eine schlaue Idee. Genau, ist auch ein super Reinigungsprodukt. Ne? Dadurch die Essigsäure wirkt desinfizierend. Also lässt sich super dann auch auf Fliesen, Kalkresten, lassen sich wegputzen damit. Man sollte vorsichtig sein, da es auch wieder aggressiv ist. Gerade wenn man Naturmaterialien zu Hause hat. Ne? Vorher am besten auf Naturstein austesten, nicht dass man dann das ganze teure Bad zerstört. Und auch vor allen Dingen kann es gegen Schimmelpilze, kann man erstmal weg damit machen, aber es tötet Schimmelsporen nicht ab. Das heißt, man soll da aufpassen, dass man damit auch Schimmelsporen nicht komplett beseitigt. Ist es denn schlimm, das auf den Schimmel raufzumachen? Oder also fördert das eher den Wachstum des Schimmels? Oder sagen Sie probiotisch? Ne? Genau, genau. Das ist das, was auch gesagt wird. Ne? Also erstmal, man kriegt den Schimmel damit weg, aber durch die probiotische Wirkung kann es eigentlich die Schimmelsporen dazu anreizen, noch sich weiter zu vermehren. Okay, also auf Schimmel im Bad nicht den Essig rauf, aber auf den Rest kann man es machen und trinken. Und schön, dass Sie heute da waren. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ja.